Es ist ein Theaterstück mit zeitloser Botschaft. Seit jeher gilt der Klassiker Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing als Aufruf zu Humanismus und Toleranz. Im Jerusalem des 12. Jahrhunderts trifft religiöser Fanatismus auf die Utopie von einem friedlichen Zusammenleben der drei monotheistischen Weltreligionen. Am kommenden Freitag hat Nathan der Weise am Wiener Volkstheater Premiere. Regie führt der 29-jährige Shootingstar Nikolaus Habjan. Der berühmte Puppenspieler arbeitet auch in dieser Inszenierung mit seinen Klappmaulpuppen. Sandra Krieger hat Nikolaus Habjan getroffen und war bei einer frühen Probe im Volkstheater dabei. Wir haben beide uns unser Volk nicht auserlesen. Sind wir unser Volk? Was heißt denn Volk? Sind Christ und Jude, eher Christ und Jude, als Mensch? Lessings großes Stück über Toleranz und Religionsfreiheit stand schon lange auf der Wunschliste des Regisseurs Nikolaus Habjan. Für ihn haben Lessings Worte auch im 21. Jahrhundert nichts an Aktualität verloren. Nathan ist eigentlich das Stück der Stunde. Also eine brisantere Thematik, wie da im Nathan eigentlich verhandelt wird, gibt's ja eigentlich kaum, also in Klassikern, die wir jetzt so haben. Also die Einigung der drei Weltreligionen. Und es ist ganz interessant, wenn man sich anschaut, welche Rolle das Christentum im Nathan eigentlich hat. Weil es ist im Grund eigentlich sehr ähnlich der Rolle, die wir jetzt, also, oder das Bild, ähnlich dem Bild, das wir vom Islam haben heute. In Lessings Aufklärungsstück, in dem die drei monotheistischen Weltreligionen so dicht miteinander verwoben sind, geht es um Glaubensfragen. Wenn Jud und Muselmann auf Jud, auf Muselmann bestehen, soll allein der Christ den Christen nicht machen dürfen. Wo ist Christ? Um Vorurteile. Die gute Frau ist eine Christin, muss aus Liebe quälen. Und die Grauen des Krieges. Was ist das für ein Gott, der für sich muss kämpfen lassen? Ich probiere bei Nathan etwas ganz Neues aus. Ich möchte auch bei Nathan, ist für mich nicht der Schwerpunkt am Puppenspiel. Sondern Nathan ist für mich ein Stück, das so am Menschen dran ist. Aber ich habe ein Konzept herumgebaut. Und so stellt Habjan nur zwei Figuren als Puppen auf die Bühne. Der Patriarch und auch Nathan der Weise bekommen ein Puppenalter Ego zur Seite gestellt. Mache, dass du bald in deine Wüste wiederkommst. Ich fürchte, gerade unter Menschen möchtest du, ein Mensch zu sein, verlernen. Für Günther Franzmeier ist es das erste Mal, dass er sich die Bühne mit einer Puppe teilt. Eine vollkommen neue Erfahrung. Das Einzige, was ist, dass man sieht, wie was eine Puppe für eine Präsenz haben kann. Und dass man ein bisschen Angst hat, dass sie dich an die Wand spielt. Früher hat man gesagt, oder man sagt doch, man soll keine Kinder und keine Tiere auf die Bühne lassen, die spielen einen an die Wand. Jetzt muss man noch die Habjan-Puppen dazu nehmen. Ob als Puppendesigner, Puppenspieler, Regisseur oder Kunstpfeifer. Ja, auch das kann der junge Shootingstar der österreichischen Theaterszene. Habjan wusste immer schon, wofür sein Herz schlägt. Eingesungen, ne? Ich weiß nur, es gab für mich ein ganz prägendes Erlebnis. Mit 5 Jahren war ich 1991 beim Salzburger Marionettentheater und habe mir die Zauberflöte angeschaut mit meinen Eltern. Und das war für mich, also das ist total prägend. Also da habe ich auch für mich entschlossen, irgendwie Oper ist genial, Puppen sind genial und mein Wunsch ist, das irgendwann auch zu kombinieren. Mit 13 Jahren lernte er bei La Strada in Graz Neville Tranter und seine Klappmaulpuppen kennen. Das war für mich ein totales Aha-Erlebnis, weil diese Puppe einfach ist lebensgroß. Es ist ein ganz direkter, simpler Bedienungsvorgang. Man kann damit extrem schnell, extrem improvisieren. Man kann eigentlich alles machen. Mit seinen Puppen erzählt er Geschichten, die mit realen Schauspielern so nicht zu erzählen sind. Wie hier in dem Stück Das Wechselbälkchen von Christine Lavant in einer Bühnenfassung von Maya Haderlapp. Im Mittelpunkt ein behindertes Mädchen. Oder im Figurentheaterstück F. Zavrell, erbbiologisch und sozial minderwertig. Die Geschichte der Kinder am Spiegelgrund, die in der NS-Zeit gequält und ermordet worden sind. Aber auch Biografien lassen sich hervorragend erzählen.
You could be the king of pop forever. Ist sein Zugang als Puppenspieler eher intuitiv oder analytisch? Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Manche sagen, okay, ich mache das über die Intuition. Manche sagen aber wirklich, okay, wie spiele ich das jetzt? Also zum Beispiel erschrecken. Erschrecken ist ganz interessant. Zum Beispiel, wenn ich jetzt erschrecke, dann bin ich so, ja. Was waren das jetzt für Bewegungen? Also wenn ich das als Puppenspieler machen würde, zuerst einmal, da passiert etwas. Ich reagiere drauf, dann erschrecke ich mich und dann, genau, also diese kleinen Schritte. Das heißt, es wird alles aufgedröselt. Nicht die Kinder bloß, speist man mit Märchen ab. Er komme. Bei Nathan der Weise führt Habian Regie und überlässt das Puppenspiel seinen Kollegen. Mit der Figur des Nathan und seinem alter Ego will Habian die Gedankengänge Nathans offenlegen, ihn so menschlicher darstellen und den Kampf der Emotion gegen die Ratio zeigen. Wir versuchen, die Geschichte eigentlich auf ein menschliches Trauma zu reduzieren und dadurch diesen Menschheitsgedanken, dieser Lessingsche Gedanken zu transportieren, aber eben aus einem privaten Trauma heraus und die Aufarbeitung Nathans Traumas gelingt ihm oder versucht er mit seinem alter Ego. In Nathan der Weise, der wohl größten Versöhnungsparabel der Weltliteratur, siegen Weisheit und Vernunft. Und es zeigt sich, dass alle Religionen miteinander auskommen können, wenn sich die Menschen darum bemühen. Im Grunde ist es einfach so, man muss auf irgendeine Art und Weise Frieden finden. Im Grunde ist das Stück eine riesige Formel für den Frieden. Und die Formel ist aber, und das muss man hinterfragen, ist die gültig oder nicht? Und was ist der Schluss? Ist der Schluss eine Utopie? Ab Donnerstag ist Nathan der Weise im Wiener Volkstheater zu sehen.